Moin Schnuggis und willkommen bei Max Beach Shop. Wie immer, ich stehe in der Sonne, ich kann nichts mehr sehen. Ja, wir hatten gerade einen Döner zwischen der Kiem. Schnuggi ist auch dabei. Ja, sicher. Ja, wir haben aber Astran das Tuning gefärbt. Die sind fest, die kriegst du nicht abgezogen, haben wir schon probiert. Ja? Die mal abfallen. Ich glaube, in der Zange kriegst du die mal ab oder was. Oh. Aber dann ist es dran, ne? Kapitan. Naja, wir fahren heute zu uns. Was ist das? Ein Treffen? Weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung, es wird irgendwas gesagt. Irgendwas wird gesagt, ein Sande ist irgendwas. Kennenlernen. Irgendwie so, und da fahren wir jetzt mal hin. Vielleicht sind da andere Autos, die interessant werden. Die Autos wollen sich kennenlernen. Ja, sehen wir mal. So, du kannst abgeschlossen. Mal einsteigen, mein Schatz. Kommt mir nicht voran. Und jetzt? Jetzt die Methode mit Tennisball. Obwohl, bei den Türgriffen weiß ich nicht, ob das funktioniert. Die sind anders, bei Standard VW gibt es so viele Möglichkeiten, die aufzumachen. Da brauchst du keine, da kannst du, wenn du Ahnung davon hast, kannst du so zack, zack. Oh, schnell gemerkt. Ich hab keinen Schlüssel mit. Nee. Abgeschlossen. Ich habe auch für das Schloss auch keinen Schlüssel mit. Aber für die andere Seite. Ja, das habe ich jetzt mit. Machen wir gleich, Schnuggi. So, wir fahren da gleich mal rüber, das ist nicht weit weg von hier. Ne, wollen wir mal gucken, eine kleine Ausfahrt ja, machen zu treffen. Wir uns nicht was das gleich ist, wir wissen es nicht, klar schneiden wir uns gleich an. Müssen wir. Sehen wir gleich. Ne? Mal gucken. Keine Ahnung, wenn es was ist, kommt ins Video, wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Wisst ihr Bescheid. Ist gleich. Hier muss halt irgendwo sein. Da ist die Feuerwehr, oder nicht? Ja. Das ist hier irgendwo ein Kreisverkehr und hier ist was. Hier ist die Feuerwehr. Das ist so tagesoffene Torus. Die sind so am Grill. Ach, da ist das, gegenüber. Da ist einiges los, wa? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Gegen meinen Willen beeindruckt. Aber alles so Plastikkissen, siehst du? Nichts Altes. Oh, gucken wir mal. Ja, Schnuckis. Hältst du für den Plastikanteil? Viel zu viel Plastik. Alter, Schatz, du machst alles nur. Voll mit Plastik. Aber nichts ist hier Oldschool. Da war nichts. Ja, da war's. Auch nicht schlecht. Aber jetzt machen. Gucken wir mal, warten wir mal ab. Mann, dann machen wir den Weber-Grill. Den grillst du gerne, ne? Den Weber-Grill, aber nicht weiter sagen. Aber scharfe Nocke, hört man sofort. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal rüber, wa? Ja. Oh, Standortwechsel. Fahren wir mal hinterher. Was hast du gesagt? Hat die viel gewählt? So, alles im Weckerrad. Hier haben wir ein neues Radio im Derby drin. Fanpaket, nochmal danke dafür. Im Nachhinein ist echt gut das Radio. Das alte geben sie mir schon auf den Sack. Komm. Siehst du. Wir fahren jetzt rüber zum anderen Platz und gucken uns das mal eben an. Und gucken, was da noch ist, ob ich ein paar Aufnahmen für euch einfangen kann oder sowas. Weiß ich nicht, sehen wir halt gleich. Und ein Mülleimer brauchen wir auch noch, ne? Nehmen wir. Und merkt ihr jetzt den Mainstream? Merkt ihr das? Das ist mal eben so Real Talk von mir. Ich muss eben gut schnacken, Hanna. Das ist cool. Nee, der Mainstream ist so ein bisschen hier, merkt man, VW, Hälfte der Leute oder Viertel der Leute rennt mit der Pi-Performance-Kappen rum und alle fahren so neue VWs. Irgendwie und mittlerweile, so Außenseiter gibt es da gar nicht mehr. Immer irgendwie das Gleiche, weißt du? Kein Golf 1, kein Zweier-Golf war da. Doch einer, Nico war damals ein Zweier-Golf, ich jetzt mit einem Derby. Aber irgendwie, der Mainstream verändert sich, die ganze Tuning-Szene ändert sich, die ganze Oldtimer-Szene ändert sich. Mittlerweile sind die alten Autos gar nicht mehr so drin, sondern diese neuen, diese ganzen hier, so Golf 5 GTI sieht man relativ oft zum Beispiel. Golf 6 GTI,
Das ist so ein bisschen, das sieht man ein bisschen öfters jetzt. Also irgendwie mal gucken, ich bin gespannt, wie sich in den nächsten Jahren alles entwickelt. Der ganze neue Trend. Also ein Auto, was hier da ist, was Guri ist, ist da vorne definitiv der Laniva, der ist vor uns, der mit dem fetten Dachzelt oben drauf. Da finde ich schon cool, da können wir mal abluchsen vor unseren Roadtrip. Aber sonst, ne, man merkt, die Zeiten ändern sich. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre hier in der Tuning-Szene so sind. Weil ich fahre weiter meinen alten Schrottscheiß. Kennt mich ja in der Hinsicht. Bin ich echt gespannt. Naja, wir fahren jetzt mal zum anderen Platz hin. Volker ist vorgefahren. Das ist der mit den, mit den grünen Golf 1. Rufen ist mitgefahren bei ihm. Wir haben noch seine Jacke dabei. Wir fahren jetzt eben hinterher, weil Hanna ist bei der Feuerwehr gewesen, die gegenüber ist. Hanna pieseln musste. Die Hose ist immer dreckig. Das ist ein Werkstattkind. Ja, mal gucken. Werkstattpapa. Der Werkstattpapa? Das kommt hin. Na, wir schauen mal. Bin echt gespannt, aber ich glaube, viel ändern von der Fahrzeuge wird sich nicht mehr. Wenn allein mal ein paar Highlights, wo sie mal rauspacken, die wir filmen können, dann fahre ich nach Hause, weil ich wohne gleich um die Ecke da. Das ist mein Vorteil. Gut, Leute, bis gleich. Hier, was ich meine, La Niva vor uns. Aber es ist ein ziemlich neues Ding. Das ist das neueste Modell. Das sieht man am Kühlergrill. Mit riesengroßen Dachzelt auf drauf. Ich glaube, ich werde mir für den Roadtrip mit der Gurke ein eigenes Dachzelt bauen. Mal gucken. Auch ein cooles Auto, aber ich habe so viel davon gehabt, habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe nur Scheiße mit Nivas gehabt, glaube ich gar nicht. Hier, Niva, ich hätte jetzt entweder tot gerostet oder technisch einen Arsch gegangen. Weil immer irgendwelche Schäden, sag ich mal, die teurer waren wie das ganze Auto. Den großen Spiegeln dran, ja, die alten Nivas, die hätten noch ein kleines Spiegel, Minispiegel gehabt. Naja, ich lasse mal im Lauf in der Kamera. Hier ist der neue Platz, das ist Roffhausen, hier Weserpark, nee, hier, ja, der Weserpark heißt das, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist übrigens auch der Grund, dieses Gelände hier, das vergrößert werden soll, warum der Lost Place Hof, vielleicht kennt ihr euch das Ding noch, warum der Lost Place Hof abgerissen werden muss, weil das ganze Gelände zieht sich da hinten runter, bis zum Lost Place Hof später und dann wird das abgerissen werden, das Ding. Schade eigentlich. Aber guck mal, die fahren genau von Hammersupport, also hätten wir jetzt hier runtergefahren, wir hätten die mehr Ruhe gehabt. Seht ihr das? Gucken wir mal, dann biegen wir eben ab, schauen wir uns das mal eben genauer an. Hier stehen sie alle. Da ist Michi mit seinem Ascona, der gehört auch zu uns. Haben die den Platz von uns freigelassen oder schon wieder dicht hier alles? Dann treffen wir die. Oder Papa? Da ist ein Platz von uns frei. So, angekommen. Das war's von uns für heute. Das sind Volker und Rufen. Volker bringt Rufen nach Hause, weil das ist ein bisschen einfacher für ihn. Wir bringen ihn nach Hause. Wir bringen ihn immer nach Hause. Kannst du heißer Stuhl, wa? Da muss nicht immer Turbo sein. Nein, das fehlt. Das Ding fehlt am Turbobrett. Das Ding ist da schneller. Das ist aus Plexiglas. Ja, durchsichtig. Ja. Phantom. Unsichtbares Bootsmobil, Armatur im Brett. Und Griffeck. Das muss. Daran siehst du wenigstens, dass der Original mal auf dem coolen Corvette lackiert wurde. Der Motor da drinnen wäre auch geil, ne? Wollen wir noch machen? Komm.
heute Nacht. Guck mal, das ist mit deinem Motor? Der geht da rein. Ach, dann merkt ihr doch gar keinen Unterschied. Er läuft doch genauso. Standard. So, da würde ich sagen, legt euch mal hin, Jungs. Mal auf die Ampel macht gleich grün. Genau. Wir sehen uns. Der Gurtenkönig. Gurt. Der Gurt. Und gib mir die Ausstellfenster mal ab, die kann ich für meinen gebrauchen. Die passt bei dir gar nicht rein. Ist egal. Für eBay kann ich die auch gebrauchen. Jungs, das war das erste Treffen der Saison. War wohl kein richtiges Treffen. Aber war irgendwie so eine Versammlung, keine Ahnung. Auf jeden Fall war mal interessant. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt Feierabend. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ne? Legt euch hin und ja, keine Ahnung, guckt weiter oder so. Munter, haut rein.